Herzlich willkommen zurück hier in der Küche bei Let's Schmeck The Inner World. Wir haben in der letzten Folge die Kochkäfer zum Glühen gebracht, aber ja, wir müssen jetzt wahrscheinlich irgend erstmal was haben, was wir da reinschmeißen können. Und dazu brauchen wir sowas wie Teig oder sonstiges. Die Reibe, was kann ich damit vielleicht? Warum sollte ich. Oh, wo soll ich das wissen? Warte mal. An jemand vorbeireiben. Das Weichkeksrezept. Ja, ja. Eine Handvoll Kristallzucker, einen halben Liter Nektarinensaft, ein Kilo Mehl und eine Portion Schokosplitter. Toll. Habe ich alles nicht. Hallo? Hallo? Hier? Was ist denn jetzt? Das Spiel zum Abstürzen gebracht. Ja, aber wirklich, was ist denn jetzt los? Du hast doch auch gesehen, dass ich hier rausgegangen bin. Ja. Es hängt. Neustart. Ach nee, Leute. Ach, das kann er. Ich bring jedes Spiel zum Abbacken das hier. Das musste man jetzt neu hören. Das. Ich muss mal neu starten. So, nochmal. Und diesmal. Die Schatulle lege ich lieber wieder zurück. Er dreht bestimmt völlig durch, wenn er merkt, dass sie weg ist. Sehr merkwürdiges Spiel. Ich hätte Spieletester werden sollen. So. Ach so, ich. Ja, doch da. Was machst du? Siehst du doch. Ups. Danke fürs Bauchkratzen, Baby. Ich schätze, diese Reibe wird nie wieder etwas reiben. Dampfende Reibe. Wofür auch immer. Ich kann es damit irgendwo was abreiben. Das könnte. Aber wo und was? Das rostige Schild da oder so? Das ist ja das Einzige, was du noch anklicken kannst. Oh! Wow, eindrucksvoll. Der ist so gut poliert, dass ich mich selbst darin sehen kann. Dank Conroy habe ich ziemlich viel Übung im Polieren. Der Rost ist ab. Der Schild glänzt wie neu. Meine Arbeit ist hier getan. Und den Rost wegnehmen? Ah, da. Das könnten Schokoflocken sein. Rostflocken. Rostflocken, das sind die Schokoflocken. Die Nektarinen, aber was mache ich mit dem Mehl? Ja, Bichli macht Mehl. Ach, diese Katze. Warte mal, was ist hier in der Schatulle? Vielleicht ist da irgendwas drin. Das Innere der Schatulle ist ganz genau der Schlüsselform angepasst. Nudelholz kaputt machen. Nein, doch nicht. Nein. Tja, keine Ahnung. Vielleicht musst du ihn wieder zurück und kommst jetzt eh nicht weiter. Ah, aber ich kann es da reintun. Wenn auch nur davor die Hand geöffnet wurde. Zack. Tja, nu. Das ist eindeutig. Das wird nicht. Vielleicht rühren? Ich glaube. Mir fehlt ja noch Mehl. Der Teig ist noch nicht fertig. Und genascht wird nicht. Ja, Sebastian, genascht wird nicht. Das ist mal das Lustige. Wenn man mit Sebastian Teig macht, dann ist der Teig immer ruckzuck weg. Und nachher sagt einer, oh, ich hab Bauchschmerzen. Aber jetzt fertig. Ich fürchte, die sind alle. Nein, noch nicht ganz. Willst du die Schatulle nicht mal lösen? Die was? Die Mauer? Deine Laura. Ach so. Ne, Bichli? Mir fehlt Mehl. Butterkeks. Und hier ist auch nirgendwo was. Oh, was ist denn das? Ich weiß nicht, was ich damit tun soll. Wo ist eigentlich Hack? Was für schöne Kristalle. Es wäre sehr schade, wenn ihnen etwas zustoßen würde.
Mann, ich ertrage das nicht. Gut, dann hat das keinen Sinn. Ja. Danke, Laura. Das sollte reichen. Vielen Dank, Steve. Das war wirklich sehr uninteressant. Die Pilze, da kriegt man kein Mehl raus aus und braucht Laura die ja. Das wird nicht klappen. Da wohnt Piet drin. Den nehme ich nicht mit. Ich kann ja sie ja jetzt am rostigen Schilder spiegeln, weil er sagt, er spiegelt sich da drin. Ja, aber ich kriege ihn ja nicht mehr zum Innenhof. Dann guck mal vielleicht. Haben Sie... Können Sie uns den Innenhof mal... Ah, okay. Nimmt bitte den folgen Sie mir. Schild, ne? Naja, zur Sicherheit. Was machst du denn hier? Und wer passt jetzt auf den Empfang auf? Kannst du ihn noch mal ablenken? Naja, mit den Ohrstöpseln müsste es gehen. Viel Glück. Alles klar, du darfst mich voll quatschen. Also. Er hat die Tür aufgeschlossen. Kekse, vielleicht kannst du jetzt Kekse mit dem Spiegel unterhalten. Führungen können nur am Empfang gebucht werden. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Und wieso machst du dann die Tür auf? Piet kann man nicht mitnehmen. Er existiert nur in Steves Kopf. Ich mit ihm unterhalten? Dem das anschaust? Ich glaube nicht, dass... Laura nicht mit dem Spiegel. Das kann ich nicht. Anschauen. Piet ist hier. Ja. Naja. Der Schild. Soll ich den... Warum? Ja. Nix gehen. Oh Mann, das wäre so einfach gewesen jetzt. Führungen. Da kommen wir nicht rein. Wir kommen vorne am Empfang nicht weiter. Neue Pilze kann ich mir nicht nehmen. Draußen. Haben wir für draußen irgendwas? Nein. Freunde, ich glaube, wir hängen ein wenig. Und um das Video jetzt hier nicht zu langweilig und zu sehr in die Länge zu ziehen, machen wir mal hier eine kurze Pause und dann sehen wir uns gleich wieder und dann haben wir hoffentlich Erfolg zu verbuchen. Bis gleich. Bis gleich. So, wir sind wieder da, wieder hier im Windbrunnen und wir haben etwas herausgefunden, denn die Schale, wenn wir die ein wenig benutzen... Was machst du denn hier? Und wer passt auf den Empfang auf? Genau, haben wir da ein wenig Wässerchen und mit der Spiegelung können wir jetzt... Damit kann ich nichts machen. ...ihn hier mehr oder weniger überlisten. Wir können jetzt mit allem nochmal reden, aber hier ganz wichtig. Hey Pete, du hast vorhin doch so ein Lied angestimmt. Fällt dir vielleicht ein, wie es weitergeht? Ja, jetzt wo ich hier bin, werden Erinnerungen wach. Mal sehen. Ah, Mehl. Aber der Teil in der Mitte fällt mir nicht mehr ein. Wie war der noch? Hey, nicht singen! Ja, ja.
Die Melodie dazwischen fehlt einfach. Wie war das noch? Ich brauche frische Luft. Glaubst du, dann fällt dir der Rest wieder ein? Aber sicher. Ich kenne mich selbst wie meine Westentasche. Ich weiß, der Rest würde mir dann wieder einfallen. Ja, das heißt, wir müssen ihn dann wahrscheinlich noch draußen mit dem Schild an der frischen Luft. Gut, dann können wir hier jetzt erstmal... Sollen wir uns hiermit auch noch... Gibt's da was Neues? Kennt ihr diesen Ort hier? Ob ich ihn kenne? Ich bin hier groß geworden. Im Gegensatz zu dir, mein Junge. Ich bin in einem Palast aufgewachsen. In Conroys Palast. Das war der falsche Palast. Dieser Ort hier? Ja, der werden alte Erinnerungen wach, nicht wahr? Wisst ihr, wofür diese Ringe da sind? Natürlich. Bis vor 15 Jahren habe ich sie regelmäßig poliert. Also, wofür sind sie da? Das ist egal. Mittlerweile sind sie vollkommen nutzlos. Was kann der Kegel? Gar nichts mehr. Warum nicht? Weil niemand mehr da ist, der weiß, was er können sollte. Was? Wisst ihr, wer diese Leute sind? Aber sicher. Neben dem Brunnen steht Okario Boe der Zweite, das Oberhaupt der Dynastie. Daneben sollte eigentlich seine Frau Durea stehen. Vielleicht ist sie gerade einkaufen gegangen. Des Weiteren seht ihr Tritonus und da hinten stehen Fiseme, Septori und Molly. Und ganz unten ist das alte Quartett rund um Violinus, Decime, Piccolo und Sonata. Klangvoll. Waren das ihre Namen? Also bitte, das sind noch immer ihre Namen. Ist das die Familie, die hier gelebt hat? Sie leben noch immer hier. Naja, kommt wohl drauf an, wie du das Wort Leben auslegst. Die meisten sind auch schon kaputt. Ich weiß. Am Anfang habe ich noch versucht, sie zu reparieren. Aber es ist seitdem so still hier. Gut, dann... Kannst du ihn noch mal ablenken? Ich kürze das mal ab, Freunde. Naja, mit den Ohrstöpseln müsste ich... Oder auch nicht. Viel Glück. Ich hätte jetzt mal das ganze Lied zeigen lassen sollen. Geht doch nicht. Du darfst nicht voll quatschen. Mit ihm in den Innenhof. Ja, ich will aber erstmal backen. Jetzt haben wir nämlich Kristallmehl oder was das sein soll. Ich glaube, damit können wir uns dann selber einen Schlüssel anfertigen. Der Teig ist noch nicht fertig. Was? Und genascht wird nicht. Oh, was fehlt denn jetzt noch? Was kannst du denn für 1A Weichkekse benötigt man eine Handvoll Kristallzucker, einen halben Liter Nektarinensaft, ein Kilo Mehl und eine Portion Schokosplitter. Im Innenhof sind da noch welche, oder? Oh, da haben wir noch welche. Ich hab die doch schon... Die Schale getan. Ja, ja. Da. Hier ist nichts mehr. Ich muss sie aus der Schale rausholen. Bist du sicher? Vielleicht doch wieder. Damit kann ich nichts machen. Ja. Wie soll der eine Flüssigkeit nehmen? Der doch vielleicht in den Innenhof. Na gut. Danke, Laura. Mit ihm unterhalten. Wieso mit ihm? Weil er jetzt sagt, dann, sonst kommst du noch nicht in den Innenhof. Sonst fingst du ja wieder am Anfang. Ja klar, mit ihm dann wieder in den Innenhof. Ja, aber da kannst du da nicht schon sagen, ich möchte mit... Nee. Nein. Haben Sie... Können Sie uns den Innenhof... Was? Ja. So. Aber jetzt kommst du auch nicht in die Windkapelle mehr rein, oder? Eins nach dem anderen. Piet kann man nicht mit... Sorry, Festplatte voll, weiter geht's. Wartet und Partys gefeiert.
Der alte Pete hat dafür gesorgt, dass sie immer einen guten Tropfen zum Warmhalten hatten, wenn du verstehst, was ich meine. Audienz? Na, bei Okario Boel, dem Zweiten. So, das Ganze... Na, doch nicht. Erinnerst du dich an den Angriff? Warst du dabei, als es passiert ist? Das ist alles meine Schuld. Ich hätte ihn niemals einlassen sollen. Das Tor ist aber schön verziert. Waren die Leute, die hier gewohnt haben, alle reich? Oh ja, reich an Weisheit. Die Klügsten und Ehrbarsten unter uns gingen hier jeden Tag ein und aus. Nun ja, alle bis auf einer. Ich hätte ihn niemals einlassen sollen. Der alte Pete kann sich das bis heute nicht verzeihen. Ist das Tor der einzige Zugang zur Windkapelle? Ja, es ist der einzige Eingang. Aber nicht der einzige Ausgang. Fällt dir jetzt der Rest von dem Lied ein? Ja, ich glaube, ich hab's. Aufhören! Ach, noch mehr Mehl. Da werden alte Erinnerungen wach. Schön, nicht wahr? Okay. Moment, muss ich das nochmal? Kannst du dieses Lied nochmal singen? Na klar doch. Das ist die gleiche Melodie wie bei der Windmönch. Das ist auch das Windlied. Hör auf zu singen! Das Lied darf nicht mehr gesungen werden! Oh, wie liegst du falsch, alter Freund? Es muss gesungen werden. Diese alten Hallen waren viel zu lange still. Komm, Junge, auf in die Windkapelle. Was? Das heißt, mit ihm jetzt nochmal in die Windkapelle. Kann ich... Nein, dann kommt er ja mit. Das ist so kompliziert. Kannst du ihn nochmal ablenken? So, ja. Naja, mit den Ohrstöpseln müsste es gehen. Viel Glück. Alles klar, du darfst mich voll quatschen. Nektarinen. Hab ich doch schon da drin. Hier? Ganz sicher. Das wird jetzt wahrscheinlich nur noch das Mehl hier sein. Steinstaub. Okay, das ist wohl das Mehl. Das andere war der Kristallpulver. Das Backe, Keks. Ja, jetzt haben wir's. So, alle Zutaten sind drin. Ja dann, Attacke. Ich muss ihn noch mixen. Ach so. Fertig ist der Teig. Was? Hast du gesehen, wie der gekurbelt hat? Das ist auch offensichtlich. Zack. Reinkippen. Teiggefüllte Schatulle. Jetzt machen wir uns einen Plättchenschlüssel. Nippischli. Ich glaube, da hat jemand Hunger. Ofen ist beladen. So, dann wollen wir den mal befeuern. Kochkäfer. Davon gab es Konrad. Ja. Wie soll ich denn Käfer beleidigen? Moment. Was würde Conroy sagen? Du unwürdiger Wurm. Du bist eine Schande für alle Novizen. Das ist der Grund, aus dem dich deine Eltern bei mir abgegeben haben. Das ist der Grund, aus dem dich niemand liebt und jemals... Ich hab's mal abgekürzt. Der Schlüssel sollte fertig sein. Wie bekomme ich sie jetzt wieder kalt? Ach ja, Komplimente. Hey Käfer, was ist schwarz und glänzt und ist toll? Richtig, ihr. Hey, es hat geklappt. Dabei war das noch eine von Conroys. Und wie kriege ich das jetzt aus dem kochend heißen Backofen? Mit der Handpuppe, natürlich. Brenn, Conroy. Heiß. Sieht aus wie das Original und riecht nach Zimt. Ist klar. Ich wandere das zurück in meine Tasche. Ist ja, oh. Verbrannter Conroy, was du mit dem schon alles gemacht hast. Ja. Und dieser Plätzchenschlüssel funktioniert natürlich auch in einem Schloss. Natürlich. Danke. Vielen. So, jetzt gehen wir wieder zurück.
Ich hätte jetzt gedacht, dass wir ihn jetzt auch nochmal mitnehmen müssen in den Schrein, damit er das Lied singt, aber ich denke mal, das müssen wir machen. Das machen wir noch und dann soll der Teil dann auch schon zu Ende sein. Meinst du nicht, das hätte er selber gemacht? Ist auch selber in den Innenhof gegangen. Na? Nein, ich hab das. Oh, das klappt ja tatsächlich. Das ist der Wahnsinn. Damit kann man nicht... Ja, ach so. Jetzt wird's lustig. Damit kann man... Ach so. Ach so, ich muss... Scheiße. Und die zweite leuchtet doch gar nicht. Und man hätte sich das merken müssen. Kacke! Ja, musst du nochmal mit ihm zum Spiegel. Oh, Freunde, wir machen nochmal eine kurze Unterbrechung, das möchte ich euch nicht antun, bis gleich. Oh Mann, ey, das hätte ich jetzt vorher nicht gedacht. Ich hatte gedacht, 1, 2, 3, 4 wäre alles, was wir hier machen können, aber wir können auch 2 auf einmal. Oh wei, oh wei. Und dann, ja, ist es so, dass der Sound, der am ehesten kommt, ist... Ich hoffe, ich kriege das jetzt zusammen. Die beiden mittleren fehlen bestimmt noch. Ja, okay. Dann, ja. Müssen wir tatsächlich mit ihm nochmal hier hin? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, wir können die jetzt ergänzen anhand der, der Melodieabfolge, die er ja uns schon genannt hat. Aber, guck mal, er hat auch wieder abgeschlossen. Aber die Madeleine Mittlerer hat er doch da verraten. Ich verstehe das nicht irgendwie. Ja, irgendwie schon. Aber die sind da nicht aktiviert. Deswegen wahrscheinlich. Die müssen alle erst aktiviert sein. Ich werde das hier einfach schneiden. Ich werde jetzt hier durchlaufen lassen. Was damit mit Lied? Windkapelle. Wir wird das Lied? Nein, er muss es doch in der Windkapelle, damit die aktiviert werden. Hat er doch gesagt, los zur Windkapelle, glaube ich. Ja, ja, deswegen. Die müssen aktiviert werden und ich denke mal, dann können wir das erst machen. Kannst du dieses Lied nochmal singen? Na klar doch. Sag ich doch. Hör auf zu singen! Das Lied darf nicht mehr gesungen werden. Oh, wie falsch du liegst, alter Freund. Es muss gesungen werden. Diese Hallen. Ja, 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 ja. Komm jetzt. Raus! Jetzt habe ich Blut geleckt hier. So, laden. Oh, für ein Screen, wo wir gerade eben schon, weiß ich nicht, waren. Das ist auch so ein bisschen nervig. Dass die Ladescreens für so wenig mehr oder weniger so lange dauern. So, und hier oben sieht man auch, glaube ich, die... Nein. 1, 3, 4... Hier, 1, 2, 4, 3... Versuchen wir es mal. Ach so. Nee, Moment, ich hab mich vertan. Moment. Eins. Wow, schau mal. Deine Nasenmusik hat sie zum Leuchten gebracht. Mach das nochmal. Wie oft denn noch? Jetzt spielt das wahrscheinlich in einem. Ja, ja. Mit seinen Füßchen. Das haben sie auch gleich gemacht.
ich das etwa? Oh. Ha, Flötennase, du hast es geschafft! Was? Murmeln? Was sollen wir denn mit Murmeln? Oh nein! Na super. Oh oh. Schau dir das an. Conroy muss sie gebaut haben. Nicht Conroy. Es gibt nur einen Asposer, der sowas bauen kann. Mein Vater muss hier irgendwo sein. Flugschneise. Du brauchst keine Angst haben. Der ist in der Luft. Was? Oh. Er muss hier irgendwo stecken. Ich muss zu ihm. Warte, was soll ich denn ohne dich machen? Nimm das hier. Ein Zettel? Aber was soll ich, Viel Glück! Laura? Ich glaube, sie ist zu diesem großen, bedrohlich aussehenden, von Wachen umzingelten Gebäude gerannt. Toll. Ja, Freunde, und wie es hier weitergeht, das erfahren wir in einer neuen, weiteren aufregenden Folge von The Inner World. Bis dann, also NRW bei 18. Adieu. Sagst du auch mal Adieu? Adieu. Mit? Schön mit Öl.